Ich glaube auch. Und selbst in der Base bist du ja damit dann schneller bei den Sachen, die du machen willst. Ja, aber es wäre mir jetzt nie so böse aufgefallen, dass es. Ist einfach angenehmer. Ja, das glaube ich. So. So, meine lieben Hier mal persönlicher Roboter, haben wir es gesagt. Uiuiuiui. Ja, also ich habe 4 Stück drin. Bevor du Batterien baust, bevor du Batterien angehst, warte mal kurz 5 Minuten. Noch 5 Minuten? Bevor du in Batterien reingehst, hat da was vor. Ich bastel da gerade. Weil mich nervt das des Todes und ich mach das jetzt anders. Ich kann dir auch einen Screenshot einfach schicken, wenn du magst. Hm? Ne, Code Blue. Achso. Ja, gerne. Also Batterien. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Sinnvollste ist. Ich hab's halt so jetzt genutzt erstmal. Das weiß niemand so genau, ob das so sinnvoll ist, was wir hier tun. Anpassen kann man es ja immer noch dann. Ja, eben. Okay. Die Mark II Batterien werden technisch gesehen jetzt zumindest hergestellt. Bald. Soon. Uns fehlen dafür aber noch lila Schaltkreise. Dann läuft das langsam an. Ja, irgendwas fehlt bei den lila Schaltkreisen ja immer. Und ja, wir haben oben links durchaus eine kleine Produktion hingesetzt. Ganz unangenehm. Kaum fehlen die. Fehlen die Roten oder sind die Roten da, fehlen die Grünen und andersrum, ne? Das ist schon wild. Ja. Du kannst machen, was du willst einfach, ne? Ja. Das ist schon crazy. 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 Nur 2 Minuten warten, dann hab ich's auch. Baudrohnen soll ich auch schon mal bauen. Gott. Der Chat ist wieder so. Chat ist on fire, sagst du? Die wollen alles. Alles. Immer gleich. Bei Baurobotern kannst du gucken, die Robotergestelle müsstest du dir anfordern können, die Flugrobotergestelle. Brauchst du die nicht nach Hand drehen. Nehmen. Oder so, ja. Also, ja. Da machen wir trotzdem eine Anforderungskiste hin. Zack. Okay. Jetzt war es auch immer so eine gute Begründung, einfach zu sagen, ja, Zwerg, ich brauche dir jetzt nicht helfen. Ich habe nämlich sowieso nur 10 Bauchroboter. Ja. Ausrede funktioniert dann nicht. Die klappt dann nicht mehr. Das ist mir gerade auch schon aufgefallen. Das ist die Krux. So. Gut. Also, theoretisch würden wir Batterienmarkt 3 produzieren. Aber rein theoretisch ist das nur. Gut. Also das ist, hängt natürlich jetzt alles. Warum, wo geht denn unsere ganze Lila-Produktion hin? Fordert einer von euch gerade extrem viel Lila-Schaltkreise an? Forschung, denke ich mal. Aber wir hatten doch mal ein paar mehr davon produziert in letzter Zeit, oder? Hat sich das nicht entlastet gehabt? Mm-mm. Und das, was Überschuss ist, wird halt direkt abgegriffen. Normal dann geht direkt in eine passive Anbieterkiste rein. Wo das dann angefordert wird, weiß ich nicht. Okay, wir könnten das haben was da abzwecken, wenn wir Überschuss haben. Wir produzieren schon fast an Peak auch. Also wir
Also das Ding ist, so wie das aussieht, wir können 93 im Peak produzieren, die Minute. Und brauchen tun wir 348 die Minute im Peak. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Fertigung für die blöden Schaltkreise, am besten außerhalb von der Base. Also ohne. Ja, wobei ich nicht weiß, ob der Peak da nicht einfach ist, wenn was angefordert wurde, dass das dann so hoch geht. Jetzt weiß ich nicht, wie das da zusammenrechnet, ja, dann. Wenn da was anfordert und was bekommt, entsteht der Peak. Das ist halt, wenn was zwischengespeichert war und dann fordert einer halt eine riesen Menge an. Ja gut, aber da redet ihr von Verbrauch, ne? Also es könnte relativ sein. Ja, deswegen weiß ich nicht, wie die das zusammenrechnen da. Also ich würde fast sagen, das führt alles am Ende zu der gleichen Thematik, die wir die ganze Zeit schon bekämpfen. Mehr brauchen wir ja. Wir brauchen einfach eine Fabrik dafür. Also ich fahre jetzt mal runter zu der Neubausiedlung, ja. Ja. Können wir wahrscheinlich schon mal einen Platz suchen, wo wir die neue Kupferschmelze und Eisenschmelze hinbauen. Die können wir da eigentlich theoretisch oberhalb von der Neubaustrecke hinbauen. Da ist genug Platz. Also. Ich würde, wenn dann eigentlich ganz gern eine Schmelze nur haben, immer. Weil es einfacher ist, dann die Züge auch zuzusteuern. Sag mal, eine Kupferschmelze. Ja, gut, aber da. Wenn es komplett voll ist und bei der anderen ist dann gar nichts da, wenn man die Züge genau austarieren muss. Da hast du wahnsinnig Platz da oben, ne? Zwischen den Seen, bei der Mauerlücke links, ne? Ich hätte lieber eine ganz große dann bauen, wahrscheinlich. Dankeschön. Ja, gut, aber da unten hast du Platz, um eine Riesenschmelze reinzubauen, ne? Wenn du Bock hast. Mhm. Ich baue gerade Strom noch ein bisschen. Strom? Weil Strom ist schwierig. Ja? Ja, wir sind nachts gerade so noch rumgekommen mit den Akkus. Es? Mhm. Beziehungsweise die Solarpanel haben es gerade so geschafft, am Tag die Akkus wieder voll zu machen. Das haben wir kurz vorher erst dann wieder runtergedroppt. Okay, das ist verrückt. Also Akkus haben wir, glaube ich, genug. Ich glaube, Solarpanel war eher das Problem. Ich räume dir jetzt mal hier den Platz für die Schmelze frei, wenn das die ist, wo wir beide von jetzt reden. Gar nicht gehabt. Da, wo ich jetzt gerade bin, mache ich einen Platz quasi. Das ist ein Riesenareal, was frei ist. Hängt an der Zuglinie dran. Ist relativ. Von oben oder von unten, genau. Ja. Ich kann da relativ easy jetzt eine Zuganbindung reinbauen, dass du hoch oder runter kommst. Also, das wäre recht günstig an der Stelle. Ja, denke auch, da wird sich ganz gut was machen. Ja. Da könnte ich bloß Code Blue für brauchen, tatsächlich. Mit seinen neu gewonnenen Drohnenfreunden. Ja, noch sind sie nicht gewonnen. Nein? Noch nicht? Nee. Also die MK3-Rüstung steht, aber der Rest noch nicht. Okay. Manga, Energieschild. Ja, wobei ich bin nicht weit weg vom Netzwerk, ne? Ich bin von dir aus gesehen. Wo bist du? Ja, links unten, kurz vor der Base. Wenn wir das jetzt anschließen, dann müsste es eigentlich ziemlich geil werden, ne? Oder es eskaliert alles komplett. Auch eine Möglichkeit. Ich glaube, es eskaliert alles. Ja, ich glaube, das eskaliert jetzt. Das wird jetzt richtig unangenehm hier unten. Wir haben ein neues Maximum an Stromproduktion geschafft. Ja? 1 Gigawatt. Liebes! Honk. Ich sehe gerade, Uranbrennelemente haben wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man die benutzen kann für diesen Anzug denn, was wir da brauchen. Also MK3 Nuklearreaktor. Ich weiß auch nicht. Also
Es klingt für mich, als wäre es ganz günstig, wenn du das brauchst, tatsächlich relativ viel im Netzwerk verbringst. Also Zeit. Ich habe zu wenig Baudrohnen, ne? Ich hätte eigentlich viel mehr haben sollen. Zu wenig hier. Mir das auch mal als To-Do-Liste aufgeschrieben, Kupferschmelze. Das soll die To-Do-Liste auch mal nutzen. Ah ja. Vorbildlich. Okay. Was denn? Ja. Theoretisch kann ich jetzt basically helfen. Ich bin hier unten beschäftigt gerade. Wenn du magst, kannst du gerne kommen. Da unten links. Schauen wir mal, was das jetzt hier gibt. Da. Mal gucken, ob ich irgendwas Sinnvolles hier noch mitnehmen kann. Ich hab irgendwas gelöscht gerade, was ich nicht wollte. Unangenehm. Naja, okay. Arme Regenwald da unten. Ja. Auslaufmodell. Eigentlich brauchen wir das Holz ja nicht, oder? Ja, und zur Kohle-Geschichte halt, ne? Aber mit Raketen holzt sich leichter ab. Ach so. Ja, ich glaube, das tut nicht mehr weh am Ende. Ich habe auch nicht mehr viele Raketen jetzt. Ich fühle mich nutzlich. Nutzlich? Ja, vor allem, wenn du hier oben rumgeisterst, bist du halt im Drohnennetzwerk drin, ne? Was schon extrem angenehm ist, finde ich. Schon ganz okay. Ist schon ganz okay. Mein Anzug ist halt voll, ne? Wo sind denn eigentlich meine ganzen Baudrohnen hingekommen? Nicht alle beim Akkupack stehen lassen? Ja. Stehen ja auch immer noch, glaube ich, ne? Ja. Vermutlich auch. Naja, die finde ich schon irgendwann. Oder hole ich dann mir schon irgendwann wieder. Weil die kommen irgendwie nicht mehr von allein. Die haben sich von mir abgespalten. Die sind halt so langsam und versuchen hinzukommen. Nee, die stehen da alle. Die machen gar nichts. Das Ganze komisch. So, weil du vielleicht nicht in der Reichweite bist, deswegen. Ja, auch wo ich daneben stand, sind die nicht mehr zurückgekommen. Berg hat die Drohnen kaputt gemacht. Perfekt. Ja, Entschuldigung.
Ist mir ein Malheur passiert. Koblu, ich helfe dir auch mal mit. Ja. Wird auch Zeit. Tut mir leid. Währenddessen Lenitz. Ja, es geht schneller. Ich habe keine Power mehr im Anzug. Kann keine Drohnen mehr benutzen. Muss ich mit Raketen holzen. So. Unten das Zugsystem ist jetzt angebunden an dir Gerät. Und jetzt funktioniert's. Oh, bei uns kommt jetzt wieder das nächste Gewitter durch. Ich meine, alles kaputt, das stimmt überhaupt gar nicht. Haben noch nie irgendwas kaputt gemacht. Höchstens das meiste. Manches. Ein, zwei Sachen könnten mal defekt gewesen sein, aber das war reines Versehen. Das Logistiknetz ist noch getrennt? Ah ja, oben. Wegen oben, okay. Wegen oben. Wegen oben. Da oben. Da fehlt nämlich noch was. Und das machen die 5 Baudrohnen, die hier oben im Netzwerk verfügbar sind, was extrem wenige gerade sind. Ach, das ist super nervig. Hatten wir nicht mal Baudrohnen im... Also im oberen Netz sind 850 Baudrohnen verfügbar. Im Netz? Oberen Logistiknetz, ja. Ich krieg gar keine, wenn ich die anfordere. Nein, nee, die sind im Netz halt nicht zum Abholen, sondern bauen halt, wenn was gebaut wird. Ach so. Aber, So, im Lager haben wir keine davon rumliegen. Zweck bei jedem Roboterhangar ist einfach auch so ein kompletter Kreis voller... Ja, das voller ist, Drohnen. Die sind gerade beschäftigt. Die haben zu tun. Ich krieg keine. Ja, ja, wir haben müssen auch was drum machen. Wir haben, die brauchen halt ein bisschen Flugzeit, ne? Also die brauchen, die haben Arbeit. Ich könnte noch mal ein bisschen hier weitermachen. Oh. Ich sollte vielleicht aufhören, meine Drohnen zu benutzen, wenn ich rumschieße. Ich habe schon 2 verloren. Oh nein. Ja, waschen wir mal wieder ein bisschen. Gut, ich glaube, jetzt haben wir aber auch das Schlimmste geschafft hier. Kann es sein, dass die Drohnen die Sachen nicht ablegen können? Das ist vielleicht sogar möglich, ja. Aber die, dann, ach so, weil ich voll war zu dem Zeitpunkt, wo, ja, das könnte schon sein. Oh ja, jetzt ist das Netzwerk verbunden, oder? Ja, jetzt ist es verbunden, perfekt. Das ist sehr schön.
Das heißt, jetzt ist das obere und das untere Logistiknetz tatsächlich zum ersten Mal überhaupt verbunden. Das ist super gut. Sehr schön. Gibt es noch eine Forschung, die diese Robos verbessern könnte? Es wird gerade gefragt. Nee. Kann nichts realisieren. Also die einzige Arbeitsrobotergeschwindigkeit, die geht nur mit weißen Fläschchen. Die haben wir ja noch nicht. Ja, okay. Das ist ja erst nach der Rakete, dann dass man die haben kann. Genau. Ich glaube, wir sind ziemlich gut dabei gerade. Ja, wenn hier mal eben 200 bis, wenn den jetzt dabei ist, 300 Drohnen hier rumliegen. Ein bisschen arbeiten, das ist schon ganz nice. Alter Schwede, schau mal an, wie die Drohnen sich bewegen gerade. Ja, aber da müssten wir irgendwie noch so eine Verbindung, das Netz nach oben noch schließen, weil sonst, kurz bevor sie unten ankommen, sind alle tot, dass sie alle nicht mehr weiterfliegen können. Müssen ja zwischendurch irgendwo laden können. Ja, die eiern dann super langsam halt vorwärts, ne? Mhm. Ja gut, aber das ist jetzt, das sind so Sachen, die können wir dann noch Stück für Stück dann weiter einjustieren. Ich finde schon mal spannend, dass es überhaupt, weißt du, dass sie jetzt überhaupt mal da runter können und da unten bauen können auch. Ja. Und beziehungsweise momentan sind das die ganzen Baudrohnen, die im Netzwerk sind, die nach unten fliegen und versuchen, da unten aufzuräumen. Ja, die wollen das Holz mit wegbauen dann. Ach krass, wie viel. Ich habe jetzt echt schon wirklich viel abgeholzt. Ne? Mein Anzug hat immer noch 49%. Also jetzt, wenn man vier von den Dingern drin hat, wenn du zwei MK2 hast. Ja, zwei MK2, genau. Und dann die nächste Baustelle wäre halt die Mark 3 Batterien. Dann hält das halt nochmal eine ganze Ecke länger alles. Genau, unten ist unter mir ist Code Blue gerade unterwegs und macht da die linken Rand nochmal fertig. Bin jetzt aber auch bei 0%. Ja, okay. Erstmal nach Hause. Ja, auch zum Abtanken ist das sinnvoll. Beziehungsweise, du musst ja zum Abtanken eigentlich jetzt nur noch. Bei dir wäre es jetzt unten bis zur Brezel laufen zum Beispiel oder nach rechts rüber. Dann bist du schon im Logistiknetz bei den Gleisen. Ja, ich muss aber auch bald weg. Okay, also ich denke, Lenitz, du könntest jetzt da deine Fabrik reinziehen, ne? Dass es genug Platz ist da. Ja. So, jetzt wird's wild gerade. Ich bin unten ins Logistiknetz reingekommen. Ich denke, jetzt werden die Drohnen eskalieren. Jo, ich brauche gerade auch sämtliche Drohnen im Logistiknetz. Ich glaube, wir haben 200 frei oder so. Ach du Scheiße, schaut euch das mal an.
Sie sind unterwegs. Ah, Linitz hat einen Highway gebaut. Ja, versuch's zumindest noch. Ich glaube nicht verkehrt, wenn wir da zwischendurch ein bisschen laden können. Mhm. Okay, es ist tatsächlich so, ne? Wir haben gar kein bisschen übrig. Alle Drohnen sind gerade unterwegs. Die kommen alle zu Lenitz neuer Ecke, da. Zum Tanken. Eieieiei. Die Kupferproduktion sieht gar nicht mal so stark aus. Ja, da sind wir ja dran jetzt dann. Ach so. Das ist ja der Platz, den wir unten freiräumen, ist ja für eine riesen Kupferschmelze. Ah, ich meine aber Kunststoff. Ach so, das ist was ganz anderes. Unter diesem Aspekt muss ich sagen, weiß ich nicht. Das weiße Zeug. No. Meine ich doch. Natürlich. Was auch sonst. Jetzt eigentlich mal irgendwann so eine Batterie bekommen? Nee, ne? Ich finde das natürlich wahnsinnig spannend, dass da so viele Drohnen gerade auf dem Weg sind. Und die füllen mich echt angenehm auf. Also das ist dauert zwar ewig, aber wenn dann mal ein paar die ersten ankommen, das klappt dann, ne? Hast viel weniger Stress, du bist viel weniger unterwegs. Ah, mein Anzug ist jetzt tatsächlich auch mal leer. Was sagt das Stromnetz dazu? Stromnetz liebt diesen Zirkus. Ja, yeah, das passt schon. Wir brauchen ungefähr den halben Tag, füllen wir die Akkus und den Rest läuft es dann auf Bedarf. Das ist gar nicht mal so dramatisch. Ja, wir haben doch wieder über 1000 Drohnen übrig. So, noch nicht perfekt, aber zumindest haben sie ein paar mehr Stationen, wo sie laden können jetzt. Ja, das ist schon sehr gut. Das ist halt auch alles gefüllt, ne? Überall sogar mehrere Hangar direkt platziert, dass sie da laden können, aber... Ja.